Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Mission verkackt, beziehungsweise wir sind gestorben, weil ich so schlau war und die Klippe runtergesprungen bin. Und ja, jetzt reden wir nochmal mit Waldfran, machen noch einmal die Quest mit den Piraten. Du handelst mit was? Ich hab mich mit alles vor. Ich hatte das Geld, aber du hältst. Was weißt du? Sie leben, so viel ich die Bürger von. Aber. Das ist ja schrecklich. Ich ver. Und von. Ich hab was so. Gehört. Ich könnte das hier. Drei. Ach, erzähl das mir war nicht sowas. So. Ehrlich, ich hab selbst. Die Quest hatten wir ja in der letzten Folge angenommen. Ja, den Dialog kennen wir ja. Und ja, jetzt gehen wir halt nochmal zu Skip und sehen zu. Boah, das Schiff sieht man ja sogar von hier. Krass. Aber jetzt gehen wir nochmal zu Skip und geben ihm die Waren von Baltram. Und diesmal passen wir auf, dass wir nicht gegen die Klippe knallen. So, hier können wir ja runterspringen. Hier passiert uns nichts. So, und springen hier nochmal ins Wasser. So. Aber keine Ahnung, wie wir das mit den Vermissten hier jetzt machen sollen. Oder wie wir das rausfinden. Ja, genau, die Klappmuschel haben wir ja auch mitgenommen gehabt, letztes Mal. Die nehmen wir auch wieder mit. Und jetzt wieder hier rüber. Quatschen wir nochmal mit Skip. Dann kriegen wir zwei rum. So. Ich habe ein Paket von. Was denn? Ja, die. Er sagt. Hier. So. Und wir nehmen diesmal den langen Weg. Hauptsache, wir gehen jetzt nicht nochmal drauf. So, mir jucken aber auch schon hier die Augen. So. Quatschen wir jetzt mal mit Baltram. Skip haben wir schon gequatscht. Und mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen. Erfahrungspunkte definitiv. Wie viel fehlt uns noch, was Erfahrung angeht? Immer noch sehr viel. Aber wir haben jetzt hier auch keine Lernpunkte mehr. Ich kann das nicht mehr hören. Ich habe was anderes gehört. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir vielleicht doch noch irgendwie irgendwo ein paar Viecher erledigen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Und eine bessere Einhandwaffe erstmal haben. Und zweihändig auch noch besser werden. Definitiv. Bis wir dann eine vernünftige Zweihandwaffe kriegen können. Die wir auch tragen können. Und da haben wir bald dran. Ach, erzähl mir nicht sowas. So, ich habe da den Rum von Skip. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur zwei Flaschen gegeben. Verdammt teuer, was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Das habe ich schon immer gesagt. 10 Gold. Ernsthaft? Wirklich? Nur 10 Gold? Bisher finden wir hier auch noch nichts Neues raus, ne? Schlimme Zeiten sind das. Würde ich sagen, wir gehen einmal hier an die Seite, durch das Tor nochmal raus. Guck mal, oder wir können auch mal mit Vatras quatschen. Wir hatten den jetzt so lange übersprungen gehabt. Quatschen wir mal mit ihm. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts.
Was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalon, dem Jäger. Ich habe ihn von einigen Banditen abgenommen. Bei Adanos. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn es so ist, wie du sagst, dann haben wir ein großes Problem. Ich werde mich so schnell wie möglich darum kümmern müssen. Wir hatten ja Kavalon versprochen, dass wir ihn nicht verraten. Ich habe hier so eine Steintafel. Oder mehr? Was gibt mir mehr? Erzähl mir was über den... Ich will Adanos etwas spenden, dann kannst du mir etwas über die Magie beibringen. Erzähl mir mehr über die Götter. Was genau möchtest du wissen? Ja, was gibt's denn dazu? Über Belia, Adanos? Erzähl mir über Belia. Belia ist der finstere Gott des Todes, der Zerstörung und alles Widernatürlichen. Er liegt im ewigen Kampf mit Innos. Doch Adanos bewahrt das Gleichgewicht zwischen den beiden. Nur wenige Menschen folgen Belias Ruf. Doch denen, die es tun, verleiht er große Stärke. Erzähl mir über Adanos? Adanos ist der Gott der Mitte. Er ist die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Er gebietet über die Kraft der Veränderung. Sein Geschenk ist das Wasser in allen Meeren, Flüssen und Seen. Seine Priester sind die Magier des Wassers, so wie auch ich ein Diener und Priester von Adanos bin. Okay, erzähl mir mehr über Innos. Also gut. Innos ist der erste und oberste Gott. Er schuf die Sonne und die Welt. Er gebietet über Licht und Feuer, die seine Geschenke an die Menschen sind. Er ist Gesetz und Gerichtsbarkeit. Seine Priester sind die Magier des Feuers, die Paladine seine Streiter. Okay. Adanos will nichts. Nee. Ich habe zwar ein paar Steintafeln, aber die wollten wir ja dem anderen Jüter geben. Aber wir wollten jetzt auch noch ein bisschen skillen gehen. Beziehungsweise ein bisschen kämpfen. Vielleicht kommen wir auch schon mittlerweile besser gegen die Blutfliegen an. Aber wenn wir eine. Hatte das nicht. Billige Waffe erstmal haben, aber davor gab es ja ein paar Blutfliegen. So, bevor wir da jetzt runtergehen, machen wir hier erstmal ein Safe Game. So. Und gehen dann da runter. Da hinten gab es Snapper, die schaffen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber die Blutfliegen, die können wir wohl hinkriegen. Okay, Wölfe sind hier aber nicht wieder gespawnt. Den Schattenläufer auch noch nicht. Ja, hier die ganze Zeit. Ja, an dem will ich lieber noch nicht herantreten. Aber die Blutfliegen hier. Einer hat mich schon im Visier. Einer reicht. Du darfst herkommen, ja? So. Komm. Erste haben wir. Du darfst auch herkommen. Ja, komm. Einfach sterben, ja? Nice. Wo ist denn der nächste?
gibt schon ein paar viele von denen. Einer reicht. Du wirst mir reichen. Na, komm. Einer, nur einer. Nur einer, ja. Komm. Komm. Mach den kaputt. Jo. Alter, gleich macht der mich kaputt. Okay, überstanden. Schnell was futtern. So, wir gönnen uns mal den Apfel. Und das Brot. Gut, dann können wir hier jetzt nochmal speichern, weil wir es überstanden haben. Noch einer? Ein Ork? Was? Hallo, hör auf anzuvisieren. Warum hat er weiter anvisiert? Ich wollte nicht mehr anvisieren. Der hat einfach weiter anvisiert. Aber da hinten war ein Ork. Ja? So, komm. Alter, ich sehe jetzt nichts. Nichts zu plündern. Okay, Blutfliegen können wir nicht mehr plündern. Gegen den Ohr kommen wir nicht an. Dann können wir hier aber wieder gehen. Alter, was war denn das jetzt mit dem Ork? Das war jetzt heftig. Dann gehen wir mal wieder. Ich glaube, hier sind wir fürs Erste durch. Und zu Lobart können wir jetzt auch noch nicht hin. Oder bringt uns nichts, wenn wir zu ihm gehen, oder? Ja, wir könnten noch mal mit ihm quatschen. Ich vermisse das mit den Rollen beim Springen. Ja, hier, hochklettern. Einfach hoch. Ich lasse mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Okay, danke für die Info. So. Da haben wir Lobart. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ja, fragen wir mal dann die Frau, ob die noch Arbeit hat. So, da ist sie ja. Hey, du. Hast du was zu essen für mich? Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Okay, nice. Aber die haben hier nichts mehr. Kann ich mit den Schafen reden? Nö. Das wäre lustig gewesen. Aber wir könnten eigentlich auch nochmal kurz zu Xaras zurück. Oder zu Kavalorn. Quatschen wir mal mit Kavalorn und sagen Bescheid. Dass wir für ihn den Brief zu Vadras gebracht haben. Da bin ich gespannt, was er dann zu sagen hat. Und nochmal kurz zu Xaras. Vielleicht hat er auch noch irgendwas Neues. Dauert halt noch ein bisschen, bis wir da ankommen.
finde es aber auch schade, dass hier einfach keine Gegner nachspawnen. So, da ist er schon, da wartet er. Hey, du. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Dank dir. Jo, ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Ah, ne, genau. Er kann mir nur noch Schleichen beibringen, das andere kann ich ja woanders lernen. Ist hier sonst noch was? Gehen wir noch mal kurz zu Xardas. Da gibt es hier vielleicht noch was über Heilkräuter, genau. Und noch mal ein Heilkraut. Sonst gibt es hier nichts, ne? Außer die Möglichkeit, hier runterzufallen. Da kann man auch noch mal runterfallen. Finde ich super. Das hier sieht schön aus, auf jeden Fall. Warte mal, hier ist ja ein Steg. Aha. Alter. Die Goblins, ey. Dunkelpilz und schwerer Ast. Okay, die Pilze kann ich jetzt nicht einsammeln. Gibt es hier sonst noch was? Nur noch mehr Goblins? Ja, einer wird reichen. Einer wird schon reichen. Einer! Nein! Warum müssen die mal als Haufen kommen? Ich sehe nichts. Jo, komm. So. Die müssen immer als so eine Truppe kommen. So, einmal kurz was futtern. Was können wir eben noch futtern? Hier. Wanzenfleisch. Sieht doch sehr lecker aus. Und nochmal kurz hier speichern. Bevor wir da noch weiter reingehen. Hier nur noch einen, ne? So. Was gibt's hier? 35 Gold. Die nehmen wir mit. Sonst gibt's hier noch eine Truhe. Wie zu weit weg. Dolch, okay. Können wir auch wieder verkaufen. Na gut, dass wir hier einen kleinen Abstecher gemacht haben. Der Steg kam mir aber auch verdächtig vor. So, hier gibt es bestimmt auch nochmal wieder welche. Uiuiui. Aber nur... Doch zwei. Zwei Stück. Schnell weg. Einer wird mir schon reichen. Einer. Ja, du wirst mir schon reichen. Ach, ein junger Feldfolger. Da ist nichts zu. Okay, junger Feldräuber ist wiederum was anderes. Ich hätte
hätte jetzt viel Schlimmeres erwartet. Was haben wir denn da? Trank? Noch ein Trank? Spruchrolle? Sonst ist hier nichts. Ein Dunkelpilz, Buddler-Dinger? Okay. Gucken wir mal, was es da gibt. Nochmal ein paar Heilpflanzen. Okay, wo sind wir hier genau? Noch eine Spruchrolle. Und noch mehr Tränke. Was haben wir jetzt genau für... Okay, Mana-Tränke. Noch eine Heilpflanze. Wo sind wir hier? Ich will hier noch nicht weiter runter. Nicht, solange wir noch schwach sind. Aber gut, dass wir hier trotzdem noch mal hingegangen sind. Und sonst hätten wir das hier nie entdeckt. Genau, die Goblins, die müssen wir nicht nochmal looten. Und noch ein paar Heilpflanzen, nice. Gibt es hier noch was zu entdecken, wenn wir hier rumgehen? Jo, tatsächlich. Eine Pfeile. Okay, sonst hat der hier jetzt nichts. Und ins Wasser will ich jetzt auch nicht. Nee, nicht ins Wasser. Aber gut, dass wir jetzt hier hingegangen sind. So, können wir nochmal mit Xardas quatschen? Gibt es da irgendwie was Neues zu erfahren? Ach stimmt, hatten wir ja schon alles gelootet hier. Wo ging es nochmal hoch? Ist aber ein anderer Turm von Xardas, oder? Ist das jetzt nicht der... aus dem Minental, also aus der Kolonie. So, dann haben wir hier noch ein paar Bücher, die wir aber nicht lesen können. Alte Steintafel. Hey! Kannst du mir etwas über die Steintafel sagen? Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Ja, immerhin, okay. Wo genau sind wir hier? Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Woher bekomme ich bessere Ausrüstung?
Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Ah, okay. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Ich war in der Stadt. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Nö. Ich werde nicht bei ihm vorgelassen. Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig, aber es bringt dich auch zum Ziel. Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Mhm. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Okay. So, da gibt's auch noch ein paar Sachen. Aber da komme ich irgendwie nicht ran. Oh, hier haben wir noch einen Trank. Zu weit entfernt. Womit denn? Okay. Oh, der Trank ist neu. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Hä? Oh. Okay. Ich hatte nur jetzt wahllos einfach irgendwo hingedrückt. Okay, da gibt's nichts mehr. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Können wir sicher gut verkaufen. Das wäre jetzt aber ein Versehen, das zu drücken. So, was gibt's denn weiter oben? Nochmal. Ob wir da auch nicht noch irgendwas vergessen haben? Buchkommode. Ja, okay. Die Truhe hatten wir ja schon. Ne, hatten wir nicht. Gibt's noch eine Truhe? Gibt's hier noch irgendwie was? Belia-Statue. Sieht ein bisschen aus wie der Schläfer. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie was? Nee. Da will ich jetzt nicht runter. Okay, gut, dass wir aber hier nochmal hingegangen sind. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Korinis. Da. Das war der Ausgang. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, wo ist denn eigentlich Diego oder Lester? Findet man die hier noch? Sind die auch auf der Seite von Lee oder ziehen die ihre eigenen Wege? Oder ist Diego jetzt Teil von den Paladinen? Boah, das weiß ich nicht. Also ich würde mich schon gerne... Also würde mich schon interessieren. Was ist mit Kavalon? Macht er hey. Jetzt, was macht er jetzt? Der bleibt lieber hier. Hm. Es
wird auch schon langsam wieder dunkel. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Kurines. So, was passiert, wenn wir jetzt hier nochmal beten? Für 10 Goldstücke? Und uns schenkt die einen Lebensenergie. Nice. Ich glaube, man muss jeden Tag einmal beten. Dann kriegt man immer wieder ein Leben mehr. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Lebensenergie 90 haben wir jetzt genau. Und hat meine Gesundheit auch voll gemacht. Okay, ist auch gut. Für nur 10 Gold. Wie viel Gold haben wir jetzt? 33, 64, okay. So, da ist auch schon wieder Kurines. Gut, dass die Stadtwache mich jetzt auch einfach hier rein und raus lässt, ohne irgendwas zu sagen. Aber ich würde auch sagen, selber jetzt, wir machen dann in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.